Ja, guten Abend zusammen in die Runde. An diesem schönen Sonnenabend, donnerstags, wie immer, einmal im Monat unsere Runde hier online wieder diesmal. Und wir setzen unsere Reihe wieder fort mit einer Genealogie-Software, die uns Hans-Werner Hennes vorstellen wird. Und wir freuen uns zu hören, was es an Neuigkeiten gibt, was die Software leistet und wie es mit der Software weitergeht. Hans-Werner, das Mikrofon ist dir. Schönen guten Abend zusammen. Ja, ich muss dazu sagen, das ist der erste Vortrag, den ich in dieser Form halte. Also von daher, ein bisschen Lampenfieber hat man ja doch. Gut. Anchronik, ich gehe mal zurück aufs Jahr 1995. Damals gab es halt noch kein Internet. Damals gab es noch die Mailboxen, wo man sich dann mit dem Telefonhörer in der Muschelapparat sozusagen dann verbunden hat. Ich war unzufrieden mit den verfügbaren Programmen. Die waren damals sehr spärlich gesät. Heute gibt es ja eine Vielzahl an verschiedensten Programmen. Bis hin zu, ja, ich sag mal, großen Firmen in diesen Bereichen. Und damals habe ich mir halt ein Programm selber geschrieben für meine eigene Ahnenforschung und hatte sie aus, ja, aus Spaß dann irgendwann mal auf so eine Mailbox gestellt, nach der Devise, wenn jemand Interesse hat, damals in Düsseldorf, kostet 10 Mark und eines Tages stand jemand vor der Tür und wollte das Programm haben und seitdem hat es mich einfach nicht ja, mehr losgelassen. Ich habe es dann immer weiterentwickelt. Immer im Wesentlichen in der Freizeit, das heißt an Forschung selber ist, solange man jetzt keine Firma richtig darum aufbaut oder so etwas, sicherlich auch auch bei den Programmen und so etwas, wovon man jetzt nicht unbedingt seinen Lebensunterhalt, glaube ich, bestreiten kann, weil es immer doch noch eine recht spezialisierte Gemeinde hat oder Fangemeinde hat, diese Programme. Anchronik, also nach 25, 26 Jahren jetzt, was wir hier jetzt sehen, ist der Startbildschirm. Hinter dem Programm Anchronik selber sitzt von Microsoft eine SQL-Datenbank, im Wesentlichen für die Leute, die, sag mal, technisch versiert sind. Das Programm selber, an wen wendet es sich? Für mich wendet es sich im Wesentlichen auch an die Personen, die mit der Ahnenforschung eigentlich anfangen. Das war immer das Ziel. Es ist natürlich in den 25 Jahren, weil immer wieder was dazugekommen ist, weil vielleicht auch der eine oder andere Anwender wieder Hirnwunsch hatte, immer komplexer geworden. Und dann gehen wir einfach mal in die Punkte rein. Ich habe jetzt hier die Beispieldatenbank von Goethe dabei. Wer dann sich selber das Programm angucken möchte, es ist als Shareware gehandelt. Das heißt, man kann es sich runterladen, man kann es sich kostenlos installieren. Das ist möglich. Die ersten 14 Tage läuft es als Vollversion. Danach kann man auch weiter Daten eingeben. Das Einzige, was dann nicht mehr funktioniert, ist das Drucken. Das heißt, die Daten sind auch nicht verloren im Moment. Wir haben hier auf der linken Seite, da gibt es verschiedene Punkte, Personen, dort werden die Personendaten verwaltet. Schnelleingabe ist eine Eingabemöglichkeit, wo man über Dokumente auch die Daten mit einzelnen Personen verknüpfen kann. Familien ist so eine aus der Vergangenheit Funktion, wo man halt verschiedene Personen zu Familien gruppieren kann, woraus man dann zum Beispiel für die Hauptperson dieser Familie die verwandtschaftlichen Verhältnisse innerhalb der Datenbank generieren kann. Weil ein Problem, was immer viele Anwender hatten, die sagten, ja, ich habe hier, ich möchte für meine Ehefrau möchte ich eine Datenbank machen, für meinen Bruder möchte ich eine Datenbank machen, für meinen Vater möchte ich eine Datenbank machen. Und dann habe ich immer gesagt, eine Datenbank für alles, für alle Personen. Alles andere macht keinen Sinn, weil sonst hat man Personen doppelt und dreifach. Ereignisse ist im Prinzip einfach nur die Summe sämtlicher Lebensereignisse aller Personen in dieser Datenbank. Namen ist im Prinzip nur eine alphabetische Auflistung der Namen, Orte, zeigt halt sämtliche Orte in der Datenbank. Datenprüfung ist halt, da ist die Plausibilitätsprüfung hinterlegt, also wo man seine Daten einfach mal überprüfen kann. Ist das Lebensalter vielleicht 200 Jahre, kann nicht stimmen und so etwas. Jahrestage zeigt im Prinzip nur, welche wesentlichen Tage heute zum Beispiel Geburtstage sind und Ereignisse. Das kann man dort einstellen.
Unter Quellen werden halt die Dokumente verwaltet, man kann Adressen verwalten, Notizen und Stichwörter. Unter Grafik, die gespeicherten Stammbäume, Galerien, die Bilder. Wobei ich gehe gleich auf die einzelnen Punkte auch nochmal ein. Ich möchte nur einen kurzen Überblick erstmal geben. Unter Forschen gibt es die Möglichkeit, Daten ins Internet online zu stellen. Da gehe ich gleich nochmal intensiv darauf ein. Genauso gut in dieser Datenbank auch zu suchen. Unter Anschreiben kann man halt, gibt es Vorlagen an Standesamt und so weiter. Was heutzutage, das ist noch sicherlich eine ältere Funktion, früher war es halt wichtig, mal einen Brief ans Standesamt zu schreiben. Heute macht man das, glaube ich, eher per E-Mail oder online. Unter Add-ins werden verschiedene Auswertungen zusammengefasst und unter Hilfe gibt es sehr viele Informationen zur Hilfe. Gehen wir einfach mal bei Daten rein. Das heißt, bei den Personen. Das ist im Prinzip das grundsätzliche Kernstück der Daten. Und wir haben dort halt als erstes eine Übersicht im Prinzip, wie, ich nenne das immer wie ein Excel-Blatt, von sämtlichen Personen. Spaltenweise sortiert, wie man das sehen kann. Wir haben jetzt hier von Johann Wolfgang Goethe die Datenbank als Beispieldatenbank spaltenweise sortiert. Man kann die Spalten halt auch umgruppieren. Wer möchte, dass die eine Status hinter Ort kommt, das kann man alles sich selber einstellen. Dieses soll im Prinzip einfach nur eine schnelle Übersicht über die gesamten Personen geben. Diese Tabelle ist auch noch größer. Also, wie man sieht die verwandtschaftlichen Verhältnisse. In diesem Falle ist Johann Wolfgang von Goethe der Onkel von Luise Maria Anna Schlosser zum Beispiel. Das heißt, man hat hier die Übersicht sämtlicher Personen, die in dieser Datenbank sind. Wenn ich jetzt einen Goethe suche, gibt es hier oben diese blaue Zeile, ist eine sogenannte die Filterzeile, die findet sich überall wieder im Programm, wenn ich das suche. Ich kann jetzt anfangen, dort natürlich entsprechend Goethe einzutragen. Und drücke die Return-Taste und habe jetzt nur noch in dieser Liste alle Personen mit Goethe. Ich kann aber auch hingehen und kann einen Eintrag hier in dieser Liste einfach mit der rechten Maustaste anklicken, um das in die Filterzeile zu übernehmen. Nehmen wir mal den Ort Cannenburg. Dort habe ich sofort alle Personen Goethe, die in Cannenburg waren. Und wenn ich sage, ich möchte noch alle mit Johann haben oder mit J.O. Johann im Namen, kann ich das halt auch haben. Das heißt, ich kann recht schnell im Prinzip die Daten filtern, wenn ich irgendeine bestimmte Person suche. Und indem ich mit der rechten Maustaste in die Filterzeile klicke, kann ich im Prinzip diese Filter auch wieder aufheben. Das heißt, ich kann mich relativ schnell hin und her bewegen bei den Daten. Genauso kann ich aber auch hier wieder zurückspringen, weil ich jetzt halt wieder zu den Personen Johann Wolfgang von Goethe wieder zurück wollte. Wir haben jetzt die Person hier. Dabei, wir haben hierzu dann halt entsprechend die grundsätzlichen Lebensdaten und wir haben den Lebenslauf. Bei Anchronik ist das etwas anders, glaube ich, teilweise organisiert wie bei anderen Programmen. Ich habe im Lebenslauf die Möglichkeit, beliebig viele verschiedene Ereignisse einzufügen. Das heißt, ich kann verschiedene Ereignisarten einfügen und dadurch bin ich im Lebenslauf sehr flexibel. Dann dabei. Zusätzlich unter Verwandtschaft, also wie gesagt, hier oben habe ich Vorname, ich kann den Familiennamen angeben, Titel, was wir halt so kennen in dem Moment. Verwandtschaft ist im Prinzip, dort generiert das Programm automatisch aus den Daten, in diesem Falle eingestellt auf 4 Generationen, einen Stammbaum, um mir einfach eine schnelle Übersicht zu geben, sodass ich auch sagen kann, ach, Johann Wolfgang, ich möchte zum Johann Caspar Goethe, interessiert mich, dann klicke ich den bloß an. Und ich bin jetzt im Datenblatt von Johann Caspar Goethe. Auch das ist im Prinzip gedacht, um schnell, wenn man möchte, von der einen zur nächsten Person zu gelangen. Und entsprechend baut er den Stammbaum auf. Und wer es anders mag, der kann auch sagen, ach nee, ich hätte ganz gerne Eltern nach oben, Kinder nach unten. Und der Stammbaum ist halt dann von oben nach unten organisiert. Das soll nur eine Vorschau sein. Ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass viele mich dann fragen, wie kann ich das drucken und so weiter. Das ist eigentlich nicht das Ziel dieser Ansicht gewesen, sondern eigentlich nur zur schnellen Navigation. Genauso habe ich neben dem Stammbaum auch die Möglichkeit, die direkten verwandtschaftlichen Verhältnisse mir anzugucken zu dieser Person. Wobei, es wiederholt sich teilweise auch einiges. Hier habe ich die Person, hier rechts habe ich das gleiche im Prinzip. Hier habe ich wieder die Eltern. Auch da könnte ich hin. Springen zu Eltern, Geschwistern.
Also es gibt verschiedene Wege, wie man von A nach B kommt. Unter Sonstiges kann ich halt im Prinzip noch andere Daten, Stichwörter hinterlegen, Adresse hinterlegen. Ich kann noch einen beliebigen Text zu der Person hinterlegen und Quellen und Verweise, da komme ich noch zu. Da kann ich halt beliebige Anzahl an Quellen und auch verschiedene Art von Quellen mit dieser Person verknüpfen, sodass ich auch bei der Quelle entsprechend wieder sehen kann, welche Person. Ja, mit welchen Personen diese Quelle zum Beispiel verknüpft worden ist. Also hier kann ich genauso gut hier natürlich auch rüber wieder springen. Das heißt, ich kann genauso hier zum Johann Wolfgang von Goethe wieder zurückspringen. Ich kann zu seinen weiteren Kindern und kann sagen, was ich möchte, zu Julius August von Walter von Goethe springen. Oder ich springe wieder zurück. Also ich kann hier mich genauso gut bewegen, wie ich das möchte. Und dann kann ich halt zu jeder Person zwei verschiedene Arten von Stammbäumen anlegen. Die eine Art ist im Prinzip fest definiert. Das heißt, das ist so, wie man das so kennt vom Gezeichneten, die direkten Vorfahren, Vater, Mutter, Großeltern und so weiter. Dort kann man auch nicht jetzt seitlich noch einen Bruder dazu packen oder so etwas. Das ist dafür nicht gedacht, weil das ist einfach ein fest definierter Stammbaum. Weil alles andere wäre ehrlich gesagt auch programmtechnisch unheimlich schwierig. Das sieht man an folgender Sache. Es gibt neben dieser Darstellung, die sehr optisch sehr schön ist, wo viele sagen, halt auch die Möglichkeit, den sogenannten freien Stammbaum aufzurufen. Und der freie Stammbaum ist eine Möglichkeit, optisch sich den Stammbaum so zu darzustellen und zu generieren, wie man es hätte. Das heißt, man kann halt hier wirklich hingehen und kann sich dann halt den Stammbaum beliebig skalierbar entsprechend darstellen. Und man kann ihn noch mit Bildern versehen und solchen. Also man kann ein bisschen rumspielen. Deswegen, wie gesagt, dieses Programm ist auch gedacht, gerade auch, um Leuten Lust auf Ahnenforschung zu machen, damit die sich damit beschäftigen. Die Schnelleingabe mache ich gleich nochmal. Unter Familien kann man Familien zusammenfassen. Das heißt, ich habe jetzt, was weiß ich hier, die Goethe, da kann man verschiedene Personen da zusammenfassen, wenn man das möchte. Schlosser, im Wesentlichen hat das Ganze Auswirkungen halt auf die verwandtschaftlichen Verhältnisse. Das heißt, wenn wir jetzt hier sehen, Onkel als verwandtschaftlichen Urgroßonkel und so weiter, bezieht sich das auf Anne-Maria, Luise, Maria, Anna, Schlosser. Wenn ich jetzt sage, nee, ich möchte das auf Wolfgang von Goethe haben, dann berechnet das System oder der rechnet das neu und dann sagt er, okay, jetzt ist das der Proband, der Hans Nikolaus Goethe ist halt Onkel, Großonkel zweiten Grades. Julius August von Goethe ist sein Sohn, die Tochter, also werden da entsprechende Verwandtschaftsgrade berechnet. Das heißt, man kann sich unter Familien natürlich auch verschiedene Personen zusammenstellen, von denen man jeweils sich die Verwandtschaftsgrade ausrechnen lassen. Was man oben rechts immer aufblinken sieht, ist eine Vorschau. Die kann man auch abschalten. Also das ist nur gedacht, da wo die Maus sich gerade rüber bewegt, hier bei über die Liste, das taucht halt oben als kurze Vorschau auf, um halt zu zeigen, ach ja, das ist die Person. Dass hier ein Bild hinterlegt worden ist zu dieser Person, sieht man dann auch nochmal an diesem Symbol. Ereignisse. Wir haben zu jeder Person, wie ich sagte, hier einen Lebenslauf. Und alle Ereignisse in diesem Lebenslauf sind im Prinzip auch hier wieder tabellarisch dargestellt in dieser Tabelle, sodass ich sagen kann, ich möchte für alle Geburtsereignisse haben, zum Beispiel, ich möchte halt von einem Zeitraum von 1660 bis 1700 alle Ereignisse haben, dann wirft er mir die raus, noch ein bisschen viel, nee, wir wollen ein bisschen weniger haben. Hier war es mir einfach wichtig, dass man relativ schnell auch noch zu viele Ereignisse. Machen wir ganz wenige Ereignisse bis 1665. Das heißt, man kann auch dort schnell bestimmte Daten wiederfinden, eingrenzen und hat dann wieder immer von dieser Ansicht wieder genauso auch die Querverweise, wenn man es so nimmt. Das heißt, wir haben hier das Ereignis von Hans Nikolaus Goethe, das Geburtsereignis.
Ich kann das hier editieren, wenn ich das möchte. Ich sehe hier im Prinzip zu Hans-Nikolaus Goethe wieder den Lebenslauf, wie wir das im Datenblatt gesehen haben. Auch da könnte ich einfach das Ereignis wechseln zum anderen und sage, ich möchte das hier was ändern. Und ich sehe dann halt hier wieder, kann ich noch ein Bild zum Ereignis hinterlegen. Ich kann halt noch Stichwörter hinterlegen. Ich kann im Prinzip alles miteinander quer verbinden. Alle Informationen eigentlich mit allen Informationen wieder verknüpfen. Also wer da intensiv das macht, kann sich da richtig austoben. Ob sinnvoll ist, das muss jeder selber dann entscheiden in dem Moment. Unter Namen haben wir das Gleiche. Wir haben hier sämtliche Namen, die in dieser Datenbank vorhanden sind. Und wenn ich dann halt wieder nach Goethe gehe, habe ich nur den Namen Goethe. Gut, bei Bedeutung habe ich jetzt nicht. Nehmen wir mal was anderes. Nehmen wir einfach mal den Namen Adolf. Theoretisch könnte auch eine Bedeutung des Namens hier hinterlegt werden. Das ist auch falsch. Ich suche mal einen, wo irgendwas drinsteht. Ich muss dazu zugeben, in der Richtung habe ich mich jetzt nicht vorbereitet. Aber man kann hier die Namensbedeutung hinterlegen. Man kann hier genauso wieder sagen, Ort zum Namen, eine Ablagenotiz. Und man sieht hier unter Quellen und Verweise sofort, welche Personen hier unten zum Beispiel mit dem Namen Bartholomäus in meiner Datenbank verknüpft sind. Und wenn ich da hingehen will, möchte, dann klicke ich einfach den Namen wieder an, doppelt an in dem Moment und eröffne das Datenblatt mit der entsprechenden Person. Und genauso kann ich mich hier eigentlich auch durch die gesamte Datenbank klicken. Ich muss also nicht extra zu Ereignisse gehen, sondern ich kann auch sagen, ich habe hier das Ereignis Schulmeister zum Bartholomäus Wagner. Ich klicke es doppelt an, dann springt er halt wieder zu den Ereignissen und zeigt einem halt dann wieder das Ereignis zu Bartholomäus Wagner, was wir hier gerade gesehen hatten, Arbeit Schulmeister. Genau das Gleiche wiederum wie bei den Namen und bei den Ereignissen. Alle Orte, die ich in der Datenbank habe, hinterlegt habe, finde ich hier und kann auch hier wieder sehen, halt, wenn ich auf Berlin gehe, zum Beispiel Informationen zum Ort könnte ich hinterlegen. Ich könnte wieder Adressen hinterlegen, wenn ich das möchte. Und ich sehe wieder hier unten alle Ereignisse und alle Personen, die mit dem Ort Berlin in meiner Datenbank verknüpft sind. Und kann auch wieder hier unten einfach doppelt reinklicken und es machen. Die Liste ist noch nicht mal vollständig, weil die ist deutlich umfangreicher. Dann dauert das halt, bis er die Liste entsprechend aufgebaut hat. Und dann hat man sämtliche Daten hier zu dem Ort Berlin. Wir haben Jahrestage, das heißt, hier so. Wir haben jetzt zum Beispiel die Jahrestage für den 10.06. beziehungsweise in diesem Fall ist es eingestellt dieser Monat. Das heißt, wir in diesem Monat haben wir die und die Jahrestage, das heißt, die und die Personen sind hier geboren oder gestorben. Hier unten sehen wir halt für heute das Ereignis, Anna-Maria Streng ist halt geboren. Wir sehen hier halt, das war auch so Namenstage von früher, das was wir haben, die nächsten Namenstage. Wir haben alle Personen, alle Daten, ob das Ereignisse sind, ob das Personen sind, ob das Orte sind, ob das Namen sind, kann ich auch wiederum mit Dokumenten verknüpfen. Dokumenten können Geburtsurkunden sein. Ja, alles, was man im Prinzip in irgendeiner Form hat, kann man hier halt erfassen und kann das dann halt als Dokument wieder hinterlegen, möglicherweise mit einer Vorschau, möglicherweise mit einem Bild. Man kann sogar noch das Dokument einem anderen Dokument unterordnen, überordnen. Man kann da noch so spezielle Sachen machen, wie Ereignisart festlegen und so etwas. Da gehe ich aber jetzt nicht drauf ein. Und man sieht auch hier wieder in der Quelle Verweise. Der Verweis ist wieder auf das Ereignis von Hans Goethe sozusagen. Da ist die Quelle sozusagen, da ist im Prinzip das Ereignis oder da sind die Daten, die mit dieser Quelle oder mit diesem Dokument verknüpft sind. Das Gleiche, ich könnte Adressen hinterlegen, aber ich glaube doch, hier ist die Maus zum Beispiel noch hinterlegt, von früher, die Adresse. Und auch da könnte man theoretisch dann wieder sehen, mit welchen Daten das verknüpft ist. Man könnte Notizen, noch einzelne Notizen machen, man kann die wieder mit sämtlichen Daten verknüpfen, man könnte Stichwörter hinterlegen, die mit sämtlichen Daten verknüpfen und kann sich dann wieder zwischen diesen einzelnen Daten hin und her bewegen. Das heißt, der Anwender ist einfach sehr flexibel mit den Daten und kann sich das dann so aufbauen, eigentlich wie er es gerne hätte.
unter Grafiken, wir hatten ja die Stammbäume uns angesehen, kann man halt angelegten Grafiken, also sprich, wir hatten jetzt ja den Johann Wolfgang von Goethe, hatten wir die Grafik uns ja vorhin gerade angesehen. Dort können wir halt entsprechend, wir haben auch verschiedenste Stammbäume uns anlegen zu einzelnen Personen. Wir sind dort, wir können dort diese Stammbäume uns anlegen mit Linien, mit gerade rechts, links, rauf, runter. Das kann auch wieder der Anwender selber gestalten. Bis hin, dass man ihn sogar manuell noch verändern kann. Aber da wird es dann tricky. Da muss man dann, von der Gestaltungsmöglichkeit ist es dann so umfangreich, dass man da dann doch ein bisschen experimentieren muss. Das machen aber die meisten nicht, weil man kann sehr schnell seine eigenen Daten oder Stammbäume anlegen. Das werde ich gleich auch nochmal zeigen. Man kann hingehen, man hat, sagen wir mal, Fotos, man kann die Fotos zu jeder Person, kann man eine Galerie anlegen. Das heißt, man kann im Prinzip ein kleines Fotoalbum, wenn man das möchte, sich anlegen. Bilder werden hinterlegt im Programm, wobei es gilt, es wird immer nur ein Bild hinterlegt. Also es wird nicht ein Bild 10-mal hinterlegt, sondern auf die Weise einmal bei dem Datenblatt, einmal bei dem Ereignis das gleiche Bild, einmal bei im Stammbaum, sondern das Bild wird einmal im Programm hinterlegt und wird dann einfach mit den gesamten Personen oder Ereignissen, die man haben will, entsprechend verknüpft. Weil der Vorteil auch da ist wieder genau die gleiche Systematik. Wir haben hier alle Daten im ersten Reiter, wir haben im zweiten Reiter die Informationen dazu, hier irgendwelche sonstigen Informationen und hier haben wir wieder die Verweise, wo dieses Bild innerhalb der Stammbäume zu finden ist. In dem Fall war jetzt hier nichts hinterlegt. Nehmen wir einfach mal Johann Wolfgang von Goethe. Nehmen wir den mal hier unten. Dort sehen wir das, dass das Bild halt momentan bei dem Datenblatt von dem Dr. Jur Goethe Maximilian das zu machen. Kommen wir nochmal zum Forschen. Ich hatte vor 15, 20 Jahren, wollte ich eigentlich Daten automatisch im Internet abfragen. Die Idee war von mir eigentlich, dass ich gesagt habe, der Anwender legt ein Datenblatt an und sollte einfach informiert werden. Dort könnte vielleicht Daten im Internet zu finden sein, vollautomatisch. Das Problem ist, dass die meisten Datenbanken sich dagegen aber sperren, solche Meta-Abfragen durchzuführen. Aufgrund dessen habe ich dann halt auf der Domain Ahnenarchiv eine Datenbank angelegt. Die ist aber nicht über Browser, ist nicht über eine Eingabemaske im Internet abfragbar, sondern ist nur über das Programm Ahnenchronik abfragbar. Ich hatte es eigentlich auch offen gestaltet für andere Programmanwendungen, aber damals gab es leider keine Resonanz, deswegen ist es bei Ahnenchronik geblieben. Und dazu muss man sagen, man kann die Daten, die man hat, in seiner Datenbank online stellen. Und ich habe mir damals auch schon vor, ich glaube vor 15, 18 Jahren, habe ich diese Datenbank ins Leben gerufen, sehr viel Gedanken gemacht über Datenschutz, weil ich möchte nicht, dass meine Familiendaten, gut, das ist jetzt hier eine Beispieldatenbank, aber meine eigenen Familiendaten einfach so mit allen Inhalten im Internet einsehbar sind. Deswegen ist dieses Archiv halt auch nur über das Programm abfragbar. Und was macht das Programm im Prinzip? Es weist eigentlich nur darauf hin, mit den rudimentären Daten, dass dort möglicherweise ein anderer Anwender auch Daten haben könnte. Und dann kann ich diesen anderen Anwender bitten, mich anzuschreiben. Das heißt, ich selber erfahre, solange der mich nicht anschreibt, nicht, wem diese Daten in dem Moment gehören. Und ich zeige das jetzt mal im Grundsatz her. Das kann man hier im ersten Schritt kann man genau sagen, hier, ich möchte, dass keine dieser Daten halt veröffentlicht werden, also sprich nicht weitergegeben werden, oder möglicherweise mein Name und E-Mail angegeben weitergegeben werden oder alle Daten. Grundsätzlich kann man sagen, ich möchte keine meiner persönlichen, privaten Anschrift, Telefonnummer oder Daten weitergeben, was wir jetzt in diesem Fall haben. Dann kann ich halt entsprechend sagen, die und die Daten, also was hier grün ist, die sind schon online gestellt worden, die sind auch aktuell in der Datenbank, die roten sind noch nicht aktuell in der Datenbank. Ich gehe einfach hin und sage im Prinzip, ich möchte auch alle lebenden Personen, möchte ich keine Daten rausgeben, also kein Geburtsdatum rausgeben, ich möchte nicht Sterbedatum drin haben und so etwas aus Datenschutzgründen und habe dann im Prinzip
kann ich dann diese Daten aus meiner Datenbank, die ich hier sehe, ins Internet, in dieses ADEN-Archiv übertragen. Wir sehen momentan, dass es 5212 Einsender gibt. Sicherlich wird es dort auch einige Karteileichen geben, auch wenn das Programm die Möglichkeit gibt, seine eigenen Daten wieder zu löschen oder zu entfernen. Mit insgesamt momentan 491.000 Datensätzen. Und im Prinzip brauche ich jetzt nur noch hingehen und lasse eben die Daten aus meiner Datenbank im Prinzip hochladen in dieses Archiv und habe dann halt meine Daten halt in dieses Archiv gepackt, was wie gesagt nicht über das Internet oder über irgendwelche Suchmaschinen, Google oder sonst irgendwie abfragbar ist, sondern nur im Prinzip über diese Funktion in diesem Programm. Umgekehrt, ich habe es jetzt online gestellt, interessiert mich natürlich, welche Daten möglicherweise gibt es. Und ich habe hier sämtliche Daten aus meiner Datenbank und könnte jetzt hingehen und sagen, ich möchte einfach mal für alle Personen, die hier sind, das überprüfen, ob es dort etwas gibt. Das heißt, er fragt jetzt 228 Daten ab. Ich werde das gleich aber dann abbrechen, weil das dauert einen Moment länger. Wir sehen halt momentan den Fortschritt von den einzelnen Daten, die er sucht. Wir haben das Problem natürlich, dass nicht jeder unbedingt jetzt diese Person drin hat, beziehungsweise, warten Sie mal, eben, zack. Ich habe das mal eben kurz abgebrochen. Ich hatte hier oben die Einstellung ganz genau. Ich mache jetzt einfach mal ungenau, weil dann sucht er halt nur, ob der Name halt ähnlich klingt oder ob das Geburts- oder Sterbejahr übereinstimmen könnte. Dann haben wir sicherlich eher mal einen Treffer. Und er sucht jetzt diese Daten und wir lassen uns das jetzt mal anzeigen in dem Moment. Und ich sehe halt hier oben Johann Wolfgang. Es gibt tatsächlich einen Goethe Johann Wolfgang. Das könnte ja sogar möglicherweise, weil das passt im Prinzip, eine Person sein. Und dann kann ich einfach hingehen und sage bloß, ich möchte gerne E-Mail schicken und dann würde das Programm automatisch, nicht mein Programm hier, sondern das ADEN-Archiv an den Einsender dieses Datensatzes eine E-Mail losschicken. Ich, Hans-Werner Hennes, möchte gerne mit Ihnen Kontakt aufnehmen bezüglich dieser Person. Ich habe die Daten hier oben und würde mich freuen, wenn Sie sich melden. Das heißt, ich lege damit meine Identität natürlich offen, während der andere noch nicht. Und er kann sich überlegen, möchte ich überhaupt darauf antworten oder nicht. Anschreiben war eine alte Funktion, wo man halt in der Lage ist, zu sagen, ich habe Hans-Georg dort, ich habe dort Vorlagen mit Platzhaltern, wo dann entsprechend die Daten automatisch eingeführt werden. Ich kann die dann halt an eine Adresse schicken und habe dann halt ein Schreiben an zum Beispiel die Akademie der Genealogie in Braunschweig, mit der Bitte halt, mir die und die Daten vielleicht zukommen zu lassen, wo man also relativ einfach das schreiben kann. Aber wie gesagt, in der heutigen Zeit machen die meisten Leute das eher per E-Mail, deswegen sagte ich etwas ältere. Es gibt natürlich eine Vielzahl an Auswertungsmöglichkeiten. Die ganzen Auswertungsmöglichkeiten werden hier zusammengefasst. Ich zeige gleich auch nochmal beispielhaft einfach mal zwei Auswertungsmöglichkeiten. Ich kann mir die Adressen drucken lassen. Ich kann die Liste aller Ahnentafeln drucken lassen, die Bilder. Ich kann die Chronik zusammenstellen lassen. Ich kann die Datenblätter von einzelnen Personen lassen. Dokumente, Ereignisse. Ich kann im Prinzip eine Vor- und Nachfahrenliste erstellen lassen, eine Personenliste, von einem Ort eine Chronik, wenn ich da sehr viele Personen habe. Das ist alles recht frei machbar. Es gibt noch eine Statistik-Add-in, da kann man sich halt die Durchschnittsalter innerhalb der Datenbank anzeigen lassen für verschiedene Zeiträume und verschiedene Personen. Internet gibt es momentan keins. Es gibt Tools, falls die Datenbank wirklich mal kaputt ist, was ja mal passieren kann durch einen Schreibfehler oder durch einen Programmabsturz oder so etwas, in dem Falle, was zum Glück sehr selten ist, aber der Fall sein könnte, dann kann man mit Datenbank retten. In der Regel, zu 99,99% war das immer erfolgreich, die Datenbank retten, sodass die eigenen Daten wieder in eine neue Datenbank kopiert werden und man mit der neuen Datenbank arbeitet. Wobei auch da die Datensicherheit großgeschrieben ist, Ahnenchronik erstellt beim Start, Programmstart jedes Mal eine Kopie der eigenen Datenbank. Das kann man einstellen. Wie oft das ist, wir haben, also wie oft, wie viele Kopien sozusagen angelegt werden sollen, bevor die Ältesten wieder überschrieben werden. Und wenn dann die Anwender halt schön auf der externen Datenblatt, externen Festplatte
ihre Daten regelmäßig sichern, dann sollte das kein Problem sein. Leider habe ich auch öfters mal Anwender, die dann einen kompletten, totalen Computerabsturz haben oder hatten und dann nie ihre Daten gesichert hatten, dann wird es dann immer schwierig. Datenaustausch, ich kann meine Daten von einer Datenbank von Ahrenchronik in eine andere Datenbank von Ahrenchronik exportieren. Dort ist auch sichergestellt, dass sämtliche Daten vorhanden sind, auch exportiert werden. Ich kann die Daten in GEPCOM exportieren. Ich kann sie importieren. Da aufgrund der Datenstruktur von Ahrenchronik, aber weil man alle Daten mit allen Daten verknüpfen kann und so weiter, das teilweise nicht in GEPCOM darstellbar ist oder in anderen Programmen, ist beim GEPCOM-Export die wichtigsten Daten aus GEPCOM werden exportiert, Namen, Geburtsdatum, Lebenslauf, Ereignisse, Familien und Verbindungen oder so etwas. Aber bestimmte Sachen, was weiß ich, eine Galerie gibt es nicht in der Form bei GEPCOM. Das wird dann natürlich dann nicht durchgeführt. Was mir immer wichtig war, ist eigentlich umfangreiche Hilfen. Es gibt halt die Möglichkeit, zu jedem Programmpunkt über die Taste F1 sich spezifisch eine Hilfe anzeigen zu lassen. Es gibt Lehrfilme, die liefen früher in Flash. Leider ist Flash abgeschaltet worden. Vorher war es so, dass sie interaktiv waren. Das heißt, wenn zum Beispiel, was ich gerade vorhin am Anfang vorgeführt habe, wie einfach es ist, Daten zu filtern, so wird das hier im Prinzip für den Anwender nochmal dargestellt, was ich gerade vorhin erzählt hatte, so dass man auch nicht sich immer komplett durch die ganze Hilfe mühlen muss. Und das, was ich vorhin erzählte oder gezeigt habe, wird hier nochmal wiederholt. Es gibt noch eine Bibliothek, teilweise Bibliothek, Lexikon der alten Begriffe und so etwas. Das sind so Sachen, die sind teilweise auch 15, 20 Jahre alt. Aber ich meine, die Begriffe, was weiß ich, ab intestato, dass es ohne Testament heißt, gute Lateiner wird es wissen, ich hätte es jetzt nicht gewusst. Das kann man dort halt dann auch nochmal sie suchen, wenn man möchte. Es gibt also wirklich eine Vielzahl an Sachen. Wir hatten ja noch das Thema mit den Stammbahnen. Zum Beispiel, ich nehme mal am besten eine Person von Goethe. Ja, mal Johann Caspar Goethe. Wir sehen halt auf der rechten Seite, wie gesagt, hat drei Kinder, fünf Geschwister, zwei Ehepartner oder so etwas. Wir sehen hier oben, sehen wir halt die Ahrentafeln, also das heißt, das, was wir gesehen hatten vorher, dieser schön gezeichnete Baum, das kann ich hier erstellen lassen. Wäre hier etwas unglücklich. Ich mache das anders. Ich nehme mal hier Johann Jakob, das ist besser. Ich kann also hier im Prinzip mir solch eine Ahrentafel, da gibt es halt verschiedene Vorlagen, wie man es gerne haben möchte. Ich meine, ich finde die auch mal ganz witzig. Und dann erstellt er halt im Prinzip aus den Daten heraus so eine Angabe. Ist momentan, weil wir die gesamten Vorfahren haben, nicht umfangreich, aber da kann sich jeder austoben mit den Vorlagen, wie er gerne möchte. Und besser noch, nach meiner Meinung, und so ist es eigentlich auch, wie viele Programme das handhaben, ist der sogenannte freie Stammbaum. Der freie Stammbaum deswegen, weil ich ihn hinterher noch verändern kann. Er ist nicht dynamisch, das heißt, wenn ich ihn erzeugt habe, steht er fest. Hier kann ich ihn generieren lassen und danach, wie gesagt, kann ich ihn halt selber verändern. Das heißt, ich möchte in diesem Falle zum Beispiel alle Nachfahren des Spitzenahns haben. Ich möchte, dass sie nach unten gehen. Als Nachfahre 99 Generationen. Ich kann die Tafeln einstellen, wenn ich das möchte. Wenn ich sage, ich möchte gerne das ein bisschen breiter haben, das Bild ein bisschen größer. Da kann sich jeder ausspielen und im Prinzip klickt man was drauf und das Programm erstellt halt den Stammbaum. Das dauert einen Moment, deswegen wird das nicht immer vollautomatisch gemacht, weil je nach Anzahl der Personen kann das schon einen Moment dauern. Und ich habe jetzt im Prinzip, was wir gerade hatten, ich vergrößere das einfach mal jetzt hier mal so ein Teilansicht davon. Das heißt, ich habe jetzt hier zu den einzelnen Personen die Nachfahren, ob das jetzt geschwungene Linien sind, ob das eckige Linien sind, ob das mit Schatten oder ohne Schatten ist. Die Linien sind jetzt gerade eingestellt gewesen mit Schatten. Ob die Tafeln blau sein sollen oder ob die möglicherweise auch eine Grafik im Hintergrund haben sollen, das kann ich alles vorher feststellen und kann dann hinterher halt auch hingehen und kann sagen, ach, ich möchte ganz gerne hier noch ein Bild hin haben.
suche mir halt ein Bild entsprechend aus und kann es dort halt dann einfügen, je nachdem, wie das gerne hätte. Ich kann auch hier noch feststellen, ob das mit Rahmen ist, ohne Rahmen ist. Das heißt, dort gibt es eine hohe Flexibilität. Ich habe dann die Möglichkeit halt zusätzlich, was wir vorhin gesehen haben, auch noch die Ahnengalerie zu machen. Das heißt, es gibt eine Vielzahl an Funktionen und deswegen ist es mir wichtig, man kann das Programm kostenlos testen, man kann es eigentlich so lange testen, wie man möchte. Wie gesagt, das Einzige, was passiert, dass nach 2 Wochen halt die Druckfunktion abgeschaltet wird. Man sieht aber immer noch die Druckvorschau und kann sich damit eigentlich intensiv auseinandersetzen, bevor man, ich sag mal, die Katze im Sack kauft. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, sind ein paar Auswertungen. Und die sind sicherlich auch nochmal interessant für die Anwender. Ich möchte gerne den Johann Wolfgang von Goethe haben, sage ich mal in diesem Falle hier, und habe jetzt die Möglichkeit, also das Datenblatt selber auszudrucken. Ich kann auch mehrere ausdrucken. Er schlägt halt das, was ich gerade ausgewählt habe, vor. Ich mache das Ganze mal ein bisschen größer, damit man das auch vernünftig sehen kann. Und man hat dann halt zu der Person halt, wie gesagt, man kann auch 10 oder 20 oder alle Datenblätter ausdrucken, hat man dort halt entsprechendes Datenblatt mit den Informationen auf der ersten Seite, wie gesagt, der Name und so weiter, die verwandtschaftlichen Verhältnisse. Und auf der zweiten Seite oder dritten oder möglicherweise auf der ersten, hängt ein bisschen vom Umfang der Daten ab, den Lebenslauf zum Beispiel. In diesem Fall ist bei dem Lebenslauf sogar bei dem Ereignis ein Bild angegeben und deswegen wird das halt auch mit ausgedruckt. Andere Möglichkeit ist sicherlich auch, eine Chronik zu drucken in dem Moment. Und da muss ich halt dann auswählen, was möchte ich gerne haben an Ereignissen. Ich kann auswählen, welche Ereignisse ich hätte, in welcher Form und was weiß ich. Und dort baut er dann halt entsprechend zu den verwandtschaftlichen Verhältnissen entsprechend das aus. Das Problem ist, in der Druckvorschau, ich muss das ein bisschen größer machen, sieht das manchmal ein bisschen gräuslich aus, aber das ist am Ende auf dem Drucker schon vernünftig, sodass man das sehen kann. Hier werden halt dann Heirat, gestorben und so weiter. Das kann man sich alles einstellen. Was noch, finde ich, sehr interessant sind eigentlich die Vor- und Nachfahrenlisten. Das heißt, ich habe jetzt hier von Johann Wolfgang Goethe, sage ich, möchte von der Person halt alle Vorfahren haben und bekomme dann im Prinzip eine Liste aller Vorfahren von Johann Wolfgang Goethe. Ich mache das mal wieder groß, weil das ist eigentlich die Druckvorschau, genauso wie es hier rauskommt. Er richtet sich dann nach dem eingerichteten Windows-Drucker, kommt das raus und man hat dann halt die Daten halt zu der Person mit einem Bild entsprechend mit den verwandtschaftlichen Graden, also Eltern, Großeltern, Alteltern und so weiter. Und was haben wir noch? Wir können auch noch eine Personenliste drucken, entsprechend. Da können wir auch wieder aus unserer ganzen Datenbank halt wieder alle drucken lassen. Also es gibt da auch einige noch zusätzliche Auswertungsmöglichkeiten, sodass wir hier halt auch nochmal die Personenliste haben von allen Personen in dem Moment. Die sind jetzt aber sortiert nach A bis Z. Wobei hier fängt das halt, weil von Christoph halt kein Nachname ist, fängt da in dem Fall halt mit der an. Unter Verwandtschaft, was wir hier sehen, baut der Rechner, also im Datenblatt, eine Vorschau der verwandtschaftlichen Verhältnisse auf. Weil je mehr Generationen ich habe, das umso länger dauert, ist das hier auf maximal 9 Generationen begrenzt. Das heißt, ich kann hier sagen, für 9 Generationen möchte ich gerne, was weiß ich, so einen Stammbaum in der Voransicht sehen. Wenn ich aber zu dieser Person den gesamten kompletten Stammbaum mit allem haben möchte, kann ich bis zu 99 Generationen darstellen. Aber dann muss ich hier oben rüber gehen auf diesen freien Stammbaum in dem Moment und den kann ich dann auch nochmal weiter selber gestalten. Und da kann ich halt 99 Generationen darstellen und machen. Das ist dann kein Problem. Ich bin jetzt erstmal im großen Rahmen auf die Schnelle durch.
Es ist halt eine Entwicklung über 25 Jahre und da sind viele Funktionen zugekommen, ein paar Funktionen sind geblieben. Es ist schwierig, eine Funktion wieder zurückzunehmen über die Jahre, weil es gibt immer einen Anwender, der diese Funktion schätzt. Und deswegen ist das vielfältig, das Programm in der Richtung. Wichtigste mir nur ist ganz grundsätzlich, es gilt immer in allen Daten die Regel, erster Reiter alle Daten in dieser tabellarischen Übersicht, zweiter und dritter Reiter und vierter Reiter oder dritter, je nachdem, sind die Daten zu dem einzelnen Eintrag. Und unter Quellen und Verweise, dort kann ich dann halt wieder nochmal sehen, womit sind diese Daten möglicherweise verknüpft, also mit welchen Urkunden, mit welchen Adressen oder so etwas. Du hast das Programm ja sehr schön übersichtlich dargestellt und bist auch auf die speziellen Dinge eingegangen. Natürlich gibt es das eine oder andere, was halt das Programm unterscheidet von anderen. Jedes Programm, jedes Genealogieprogramm hat seine Schwerpunkte und hat seine speziellen Anwendungsmöglichkeiten. Das Programm wendet sich vom Ursprung, von der Idee an die Leute, die mit Ahnenforschung eigentlich anfangen. Genau. Um die einfach mal, ich sag mal, wie sagt man so böse, anzufixen im Grundsatz her. Aber in dem Moment, wenn es wirklich speziell geht, auf Orts, auf Sippenbücher, auf Wappenforschung oder was weiß ich in dem Moment, da ist das Programm definitiv für solche Spezialisten in dem Moment nicht mehr geeignet. Ne? Ja, ich denke, dann bedanken wir uns bei dir ganz herzlich. Gern geschehen.